Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in Moonlighter und wir werden uns heute Ebene 3 widmen und mit ein bisschen Glück, nee, also ich werde noch Sachen verkaufen. Ich denke nicht, dass das was wird, dass wir schon zum Boss gehen. Ich glaube nicht. Jetzt komm doch mal näher. Sollen wir dich töten, Kleiner? Man verkauft auch, lässt auch nur so ein rotes Zeug übrig, ne? Schweinerei. Nichts fallen gelassen, ich dreh durch. Wir hätten den Weg zum... Ich habe es mit eigenen Augen gesehen. Als ich Labor 105 verließ, wurde die Tür mit grünem Schleim bedeckt. Untersuchungen ergaben, dass er die perfekte Aufnahmematerial für dimensionale Energie darstellt. Okay. Dann kann sein, dass wir vielleicht doch beim Boss vorbeischauen. Oh. Achso, da auf dem Boden war so ein scheiß Schleimzeug. Da geht's schon zum Boss. Ich dreh durch. Also wenn ich genug Geld zusammensammel, dann gehe ich doch eiskalt zum Boss. Zu viele. So, genau. Gebt mir euer Loot. Ich kann das gut gebrauchen. Au. Jetzt nicht sterben, Zero. Das sind ein bisschen viele. Ja, fuck. Ich wurde wenig getroffen dafür, dass das so viele waren, ey. Ich muss sagen, der leichteste Dungeon von allen. Ja, vielleicht der erste, vielleicht war der erste noch schwerer, noch leichter. Ich habe noch nicht mal maximales Damage rausgeholt, ne? Au. So, was haben wir denn hier? Geht kaputt, wird zudem Fluchaufheber und wird kaputt. Ja, das waren sowieso die billigen, ne? Oh, das passt doch schon. Dann können wir eigentlich schon zurück. Ich habe meine Tränke noch nicht mal aufgebraucht. Meine Fresse. Und noch ein Flugaufheber. Kann ich hier irgendwas decken? Ja, kann ich. Indem ich das darauf tue. So, okay. Wir setzen das Tor. Wo setzen wir das Tor hin? Setzen wir das hier einfach hin, komm, was soll's. 80.000 habe ich gerade noch. Gut, dann verkaufen wir mal die Sachen. Wir brauchen nämlich 100.000. Wir brauchen ein bisschen mehr. Wir müssen ja noch die Ausrüstung kaufen und alles. 65 Feinde getötet. Ja, läuft eigentlich, läuft. So, und ich vermute mal, du hast jetzt die Sachen verkauft. Sie verkauft nur die Sachen, die man in die Truhe legt. Ich verstehe. Ja gut, was soll's. Öffnen wir gleich den Laden noch einmal so. Okay, ich werde vielleicht das hier noch brauchen, ich weiß es nicht. Ich muss, glaube ich, das Schwert runternehmen, ja. So, okay, das kann... Das kann verkauft werden. Oh. So. Packen wir das Schleim hier noch rein. Dann verkaufen wir einfach alles, was wir hier in der Truhe haben, oder? Und hoffen einfach auf einen richtig schön satten Gewinn. Dass das auch lohnt. So, die Batterien. Waren die 3000 wert? Ich habe
keine Ahnung, aber die haben eine Wertsteigerung, also 3500. Dann haben wir das Ölzeug hier, Quecksilber. Trete. 2000 war zu günstig, 3000 zu viel. 2500, gehen wir hier auf 2000. So, dann haben wir hier Argonflasche. Das ist aber hier schon bei dem wertvollen Kram, ne? Ja. Wenn ich so angucke, dass das hier oben ist, mit 40.000. Ich siedel das Ding bei 20.000 an, ganz ehrlich. Kommt hin. So, dann haben wir das Zeug. Das gehört zum Billigen. 2000, billig. Ja, eigentlich 1000, komm. Aber das Quecksilber war anscheinend doch nicht so viel wert, wie ich dachte, oder? Das Quecksilber habe ich auf 2000 geschätzt. Aber es ist ganz unten. 500, 1000, 1500. So, die Schnüre, die haben wir schon mal verkauft. 2005, obwohl die haben ja eine Preissteigerung, ne? So, dann kommt noch die Batterie dazu mit der Preissteigerung. Dann haben wir hier Spannungsquelle. Platz 6. Ich mache erstmal alles 20.000, was so weit oben ist. Einfach vorsichtshalber. Ich will es nicht zu billig verkaufen. Das ist circa bei der Hälfte, ne? 10.000. Und hier haben wir, sagen wir, 7.000. Alles erstmal schön nach oben quetschen. So, dann gehen wir schlafen und dann gucken wir mal, was wir für das Zeug bekommen. So. Gut. Öffnen wir mal den Laden und gucken, was dabei rauskommt. Ich sehe gerade, ich habe gerade einen Twitter-Post bekommen. Mal reingucken. 99 Floors, World's Hardest Game Challenge. Aha. Lol. Das ist pure Werbung. Okay, perfekt. Der Preis war schon mal gut. Okay, hier haben wir uns ein bisschen verschätzt. Machen wir 18.000 draus. Hey, tut mir leid, ich will aber Knete machen. Ich brauche das Geld. Tut mir ja echt leid. Ihr Schweißerding. 20.000 war zu viel hier. Sagen wir Schweißerding so 15. Aber die hat's gekauft. Okay. Das hier ist zu teuer. Das ist alles noch aus dem letzten Dungeon. Hör auf zu klauen. Oh! Hast du fein gemacht. Legst du es jetzt auch zurück? Oder habe ich es in meinem Inventar? Ich glaube, ich habe es in meinem Inventar. Oh Gott, nein! Da ist einer einfach abgehauen. Hat sie gezahlt? Ich weiß es nicht. Okay, das ist auch immer noch zu viel. Oh, schade. Ich hätte gern ein bisschen mehr. Es würde mich freuen, ein bisschen mehr Geld zu bekommen. Oh! Wir haben einen Preis gefunden. Sehr gut, dann können wir uns jetzt daran orientieren. Wir haben nämlich... Achso. Ach, das ist das Ding von da oben. Wie teuer war das? Ähm, 16.000. Achso.
das hier war auch noch zu teuer, ja. Orientierungsspanne sagt mir 17. Und ich wette, das hier war auch falsch, ne? Nee. Irgendwas hat denen noch nicht gefallen, aber hier ist einfach zu viel im Laden. Ist einfach zu viel. Fakt ist, ich kann mir schon mal mein perfektes Schwert leisten. Das war mir schon wichtig. Oh Gott, woran soll ich mich denn orientieren hier? Keine Ahnung, ich nehme dich erstmal zurück. Immer noch zu teuer. Ah, gut, dann. Ich meine, wenn das 16 ist, muss das doch 17 sein. Oder es läuft alles in 500er Schritten ab. Ich versuche so ein bisschen in Erwägung zu ziehen, wie das ablaufen könnte. Tausend ist zu viel. Ja klar, logisch, das war ja das Billigzeug. Ja, 500, passt. Obwohl 500 ist ja das Billigste, was man da bekommen kann, ne? Was möchtest du denn? Ja, kauft alles leer. Ich habe nur die guten Preise. So, was ist damit? Schweißstangen. Also 5000 sind es auf jeden Fall schon mal nicht. Ihr habt doch gerade Drähte verkauft, oder nicht? Ne, 3000 war ja zu viel. Na gut, aber wir wissen in etwa, was war jetzt so teuer? Das Schweißgerät hier? Ja. Aber ich finde, mit 15.000 habe ich schon echt gut getroffen. Wenn die Drähte 2500 sind, dann sind hier ca. 4000. Na Gott, hier ist einfach so viel im Laden. Ich habe überhaupt keinen Überblick. Ist einfach zu viel. Okay, ich sehe schon, das hier. Natürlich ist das zu teuer. Wir hatten 750 ausgemacht. So. Was? Das Kupfer ist zu teuer? Ich hoffe, jetzt passt das. Ja, endlich wieder was verkauft. Was willst du mir damit sagen, dass das immer noch zu teuer ist mit 16.000? Ich hab's doch schon mit 16.000 verkauft. Willst du mich verarschen? Ja gut, zumindest habe ich das jetzt endlich verkauft bekommen. Ich weiß, manchmal bin ich ein bisschen kniggerig, alter Mann, aber ich brauche das. Evil Merchant habe ich als Erfolg bekommen, weil ich so gerne niedrige Sachen verkaufe. Willst du mich verarschen? 15.000 ist... Ich habe es für 16.000 verkauft. Wollt ihr mich eigentlich verarschen? Ich habe es doch schwarz auf weiß. Manchmal checke ich das Spiel nicht. Wir haben noch so viele wertvolle Sachen, die aber keiner kauft. Vor allem habe ich hier auch noch 16.000. Okay, sie ist nicht glücklich, aber sie hat es mitgenommen. Gut, jetzt haben wir mit 14.000 wenigstens den Preis. Willst du mich verarschen? Ich habe doch hier auch 14.000. Ich verkaufe es doch gerade für 14.000. Hä? Da, die kauft es gerade für 14.000. Ich check's nicht. Das ist so ein krassen Wertverlust, kann es doch gar nicht haben, dass es einmal gekauft wird und dann Tausender weniger wert ist. Oh, das Ding hat Wertverlust. Oh, guckt es euch an. Von 16.000 auf 10.000 runter.
ist doch nicht euer Ernst. Jetzt habe ich wieder ein bisschen Kohle. Ich fühle mich gerade echt verarscht von diesem Spiel, ne? Naja. Der Kampf um die Preise, ey. So, bitte. Oh, was? Wie teuer ist das denn? Oh, na gut. Was macht man nicht alles für. Ja, mehr Rüstung. Ja, okay, das ist gut, das war's. Mehr kann ich mir nicht kaufen, weil der Rest habe ich leider nicht am Stuff. Ich bräuchte 3 von diesen komischen gelben Dingern und vielleicht kann ich sie mehr beim Laden kaufen, aber die werden wahrscheinlich sehr, sehr teuer sein. Ich möchte verzaubern, und zwar mein Schwert. Und noch weiter. Okay, und schon bin ich ja nicht pleite, ne? So ziemlich. Nicht, wir können hoffen, dass. Nee. Ich glaube, das wird nichts. Ich glaube, das wird nichts. Wir können. Oh, ich habe noch ein paar Sachen in meinem Inventar, ne? Naja. Packen wir das erstmal in die Truhe. Ich werde wohl versuchen, gegen den Boss anzukommen. Ich denke, wir können es schaffen. Wir haben das perfekte Schwert. Wir haben zwar nicht die perfekte Rüstung, wir haben aber 700 Leben. Und wenn ich mir jetzt noch ordentlich Tränke machen kann, könnte das sogar reichen für den Boss. Dann sind wir ziemlich früh diesmal fertig geworden. So, geben wir mal so viel es geht. Ja. Da geht noch ein bisschen was. Ich habe jetzt 11 im Besitz. Ich hätte gerne noch 4. Mit 15 Stück gehe ich jetzt da rein. Es wird ja wohl reichen, um einen so einen Boss zu killen, ne? Oh, wie krass wäre das denn, dass wir jetzt in der zweiten Folge bereits den Boss killen? Alter. Okay, lebt zwar wieder, aber ich ignoriere euch einfach. Das war der Plan. Ich bin in die Pfütze getreten. Okay, Freunde. Bosskiller Nummer 1 kommt hier. Geile Mucke. Weiß nicht, was du kannst. Aber vermöbelt werden kannst du schon mal ganz gut. Hui. Au. Upp. Upp. Ja. Die Attacke gefällt mir, wenn du die machst. Bisher nicht so schlimm, muss ich sagen. Oh. Einer der einfachen Bosse. Au. Oh. Wodurch habe ich jetzt Schaden bekommen? Hui. Oh Gott. Okay, jetzt wird's ernst. Ich denke, jetzt packt er seine Moves aus. Machst du das ewig? Nein. Schade, ich dachte, ich kann die Einheiten hier angreifen. Damit er nicht weg abhauen kann. Au. Okay, von hier aus kann ich dich aber noch angreifen. Nein. Oh Gott, ich bin in die falsche Richtung gerollt. Oh Gott, ich habe voll die Kontrolle über meinen Charakter verloren. Ja, das war's eigentlich mit dir, ne, Kollege? Unplug the Energy als Erfolg bekommen. Das war die einfachste Ebene. In 2 Folgen durchgerusht. Was ist denn los? Geilo. Ich weiß jetzt im letzten Ding ins Kirchens drin ist.
Wir haben jetzt das in kürzester Zeit, dadurch, dass ich einfach so viel Kohle gemacht habe, konnte ich in kürzester Zeit da einfach hin. Jetzt? Der Tech-Wärter ist gefallen und das fünfte Tor steht offen. Der alte Piet hatte recht. Jetzt kann er in Ruhe Frieden. Jetzt kann er in Frieden ruhen. Du hast mehr erreicht, als jeder andere es hätte tun können. Wenn ich dich jetzt bitten würde, es nicht zu tun. Es einfach auf sich beruhen zu lassen und das Tor nicht zu betreten. Würdest du auf mich hören? Niemand weiß, welche Gefahren hinter diesem Tor liegen. Da ist es schon das Funkeln in deinen Augen, die Neugier. Du würdest es nie aufgeben. Wäre dein Großvater noch hier, würde er genau das von dir erwarten. Viel Glück, Will. Pass auf dich auf. Ja, die Frage ist, soll ich jetzt das Zeug noch verkaufen, bevor ich da reingehe? Also ich bin schon neugierig. Wir können ja den Laden einmal kurz öffnen, um ein bisschen Kohle anzuschaffen. 1, 2. So, 1 ist wert. Flussenergienotizen 40.000. Dann bist du bestimmt so 38.000 wert. Und du dann 36.000. Und du dann 34.000. Das Notizbuch dann 40.000, logischweise. So, habe ich dann noch Sachen, die ich verkaufen könnte? Ich hoffe halt, dass ich mit dem, was ich jetzt hier verkaufe, meine Rüstung kaufen kann. Ich muss sie nicht komplett upgraden. Das ist mir egal. Ich will einfach nur mich komplett fühlen. So, rauf mit dir, rauf mit dir. Alter, für dich habe ich noch gar keinen Preis, ne? 4.000 war da zu viel. So. Sagen wir hier 30.000. Okay, hier haben wir voll. 7.000 ist in Ordnung. 16.000, 14, 12, 10.000, einfach. Machen wir 8. 9.000, machen wir 9.000. Passt schon. 9.000. Dann verkaufen wir meinetwegen noch das und das. Hier haben wir. Ja, hier können wir eigentlich auf 7.000 draufgehen. Komm, öffnen wir den Laden. Versuchen wir noch so viel Geld rauszuquetschen wie möglich, um morgen in diesen letzten Raum reinzugehen. Siehst du mal, perfekt getroffen. Gut, da konnte man nicht viel falsch machen, ne? 84.000, ey, über das Doppelte bekommen. Oh. Aber mit 30.000 haben wir auf jeden Fall da schon mal ein bisschen falsch gelegen. Ich meine, hier sind 16.000 und hier sind 30.000. Ich meine, was erwartet ihr von mir? Ich bin doch kein Hellseher. Ach ja, die schönen Preise. Machen wir 12.000 raus. Ja, ich habe die Batterien richtig geschätzt. Ich freue mich. Oh, und das Buch anscheinend auch. Okay, hier war irgendwas verkehrt. Du warst verkehrt, ne? Ja, 14.000. Hatte ich eigentlich schon auf 12.000.
Okay, da ist immer noch was verkehrt. Du warst mit 4000, warst du nicht so gut dran. Gehen wir mal hier hin. 20.000. Ja, ist ja gut. Wir gehen hier schon auf 16 runter. Wie was? 750. Ach, Leute, ey. Ihr habt doch keine Ahnung. Ja, diese Gießkanne ist endlich richtig gut gelaufen. Er nimmt's mit. Er fand es jetzt nicht so cool, aber er nimmt's mit. Das ist mir das Wichtigste. Ist der Preis gesunken? Huch. Also zuerst zu teuer und dann zu billig. Ihr habt doch auch keine Ahnung. Ja. Gib mir Geld. Ganz viel. Ich muss meine Ausrüstung verbessern, um in den letzten Dungeon reinzukommen. Hä? Wo ist das Zeug hin, was er mir geklaut hat? Oh, das Buch war ein bisschen billig. Ja, 2000? Der hat mir doch irgendwas geklaut. Hä? Oh, Errungenschaft freigeschaltet. Greedy. Ah, gut, das habe ich zu billig verkauft. Was soll's? Ich brauche das Geld. Achso, weil ich die eine Mille geknackt habe. Ich sehe schon. So, wir sind fast ausverkauft. Wir haben jetzt die eine Mille. Ich denke mal, damit können wir unsere Ausrüstung definitiv verbessern. Und vielleicht geben wir dem Bankier mal eine Chance, keinen Tag zu warten. Was auch immer der immer von mir will. Okay, ausverkauft. Was willst du noch von mir? So, bitte bleiben Sie draußen. Ich bin ausverkauft. Okay, nice. Gut, dann warten wir jetzt noch, bis es Tag ist. Und ich würde sagen, das war's für heute. Wir sehen uns morgen zu einer neuen Folge wieder, wenn wir den fünften Dungeon betreten. Haut rein, euer Zero. Tschüss.